Ach, hallo, da seid ihr ja schon. Mit euch habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Ich war hier schon ganz verträumt am Spielen, weil ich habe hier was Neues am Start. Diesmal aus dem Hause Mini und das Ganze nennt sich die neue My Mini App. Was die kann und wie man die mit diesem wunderschönen Mini Cooper SE hier koppeln kann, das zeige ich euch heute im Video. Wir gehen das Ganze mal detailliert durch, gehen eventuell auch noch auf eure Fragen ein und vergleichen das Ganze natürlich nochmal zur MyBMW App, die ich euch schon ein paar Wochen vorher vorgestellt habe. Das Video hierfür findet ihr hier oben im Link. Jetzt starten wir natürlich vom Ausgangspunkt. Zuerst müsst ihr euch die App natürlich entweder im Android Store runterladen oder auch im Apple Store, je nachdem, welches Smartphone ihr besitzt. Die App sieht so aus. Ich habe die extra für euch mal hier nebeneinander gepackt, um das Ganze mal mit der MyBMW App zu vergleichen. Setzt natürlich hier nochmal farbliche Unterschiede. Die Mini-App natürlich wesentlich emotionaler gestaltet als die BMW App. Auch hier können wir drauf gehen und siehe da, eigentlich recht wenig Unterschied zur MyBMW App. Das führt mich hierbei schon zum ersten Vergleichspunkt, denn die App unterscheidet sich fast nur im Design zur BMW App, ganz klar. Natürlich dann hier gewohnt unsere erste Seite, wo wir unser Fahrzeug natürlich verbinden können, was wir selbstverständlich auch gleich tun werden. Und natürlich noch hier unten die Händler, die ich sozusagen eingespeichert habe oder die mir gegebenenfalls auch vorgeschlagen werden. Als Beispiel natürlich die Vogel Autohäuser GmbH am Standort Landau, Germersheim oder Zwingenberg. Cool, oder? Weiter runter haben wir dann natürlich noch den Punkt für die Terminvereinbarung. Das heißt, wir können hier über die App, wie beim BMW natürlich auch, ganz bequem einen Servicetermin vereinbaren, je nachdem, was ihr braucht. Auch da stehen wir euch natürlich online jederzeit beratend zur Seite. Und der letzte Unterpunkt auf Seite 1 wäre dann wirklich die Pannenhilfe, die natürlich hoffentlich nie gebraucht wird. Wenn es natürlich mal so ist, stehen wir da natürlich auch noch beratend zur Seite. Auch hier diese App wieder in drei Unterkategorien eingeteilt. Das hier war jetzt die erste. Kommen wir nun zur zweiten. Ihr kennt es, die Karte, auch hier natürlich wieder filterbar, je nachdem, was ich brauche. Sei es die Tankstelle, der Parkplatz oder gegebenenfalls auch der Händler. Auch hier nochmal alles übersichtlich dargestellt. Ich kann zudem hier auch Favoriten einspeichern. Das heißt, zum einen mein Zuhause oder auch die Arbeit und kann je nachdem auch diverse Favoriten hinzufügen. Lieblingsrestaurants oder die Lieblingsfreizeitaktivitäten. Die Welt steht euch natürlich auch hierbei offen. Zurückgehend hier auf die Karte haben wir natürlich auch hier wieder die Möglichkeiten zu differenzieren, ob wir die Kartenansicht oder auch die Satellitenansicht haben möchten. Ich zeige euch das Ganze mal. Die Satellitenansicht ist natürlich auch recht cool. Farbenfroher und nochmals detaillierter. Zum Erklären aber nochmal zurück zur Kartenansicht hier. Wir können wie eigentlich im BMW Infotainment auch natürlich die Ansichten auf der Karte verändern, das heißt wirklich hier perspektivisch oder auch fahraktiv unterscheiden. Individualität auch hier an der App wieder an erster Stelle. Dann natürlich auch die Möglichkeit noch unseren aktuellen Standort jederzeit abzurufen, das heißt wir wissen immer, wo wir sind. Soweit so gut, die ersten beiden Spalten seien besprochen. Jetzt schauen wir natürlich nochmal auf die dritte und letzte Spalte. Auch hier wieder, nicht verrückt machen, es ist wirklich kein großer Unterschied. Wenn ihr schon ein bisschen BMW-affin seid, werdet ihr auch hier schnell reinkommen. Oben war der Schuh wieder so nett und hat mir sein Profil hier erstellt. Ihr seht direkt den Namen oder auch diverse Einstellungen, die ihr hier drunter treffen könnt. Beispielsweise über Kontoeinstellungen oder auch die Berechtigungen. Ihr kennt das. Datenschutzrichtlinien oder so. Gehört natürlich auch in der Welt von Mini jederzeit dazu. Dann natürlich auch optional ein Profilbild, was ich hier einstellen kann. Jetzt haben wir natürlich keins reingemacht. Ihr könnt selbst entscheiden, was ihr da gerne hättet. Euer Auto, eure Haustiere oder ganz einfach euch selbst. Weiter runter führt uns die App zu den Financial Services oder auch dem Online-Shop. Hierüber könnt ihr bequem Accessoires bestellen oder Fahrzeugteile. Und vieles, vieles mehr. Das reicht eigentlich gar nicht, das hier im Video alles zu erzählen. Es ist eine ganze Bandbreite. Ihr wisst Bescheid. Stöbert doch einfach selbst mal nach. Falls Fragen aufkommen, kommt vorbei. Ich oder meine Kollegen helfen euch natürlich jederzeit weiter.
Und zu guter Letzt natürlich die häufig gestellten Fragen, Feedbackmöglichkeiten und nochmal detailliert die Datenschutzrichtlinien und natürlich auch alles über uns. So weit, so gut. Die Erklärung hier war jetzt schon mal kurz und knackig. Ich würde sagen, wir schwingen uns jetzt mal ran ans Auto. Ich zeige euch, wie man das Ganze verbindet, mit dem Fahrzeug koppelt, denn da muss man noch auf ein, zwei Details achten. Aber auch das geht natürlich extrem easy und auch intuitiv. Und ich würde sagen, let's go on. So innovativ, wie wir natürlich sind, haben wir euch natürlich auch den Mini Cooper SE Dreitürer hier hingestellt. Das ist nämlich auch wichtig zu wissen. Ihr könnt auch die elektrischen Fahrzeuge, das heißt elektrische BMWs oder Minis, mit der App koppeln. Und warum ist das so wichtig? Ich kann es euch sagen, es liegt nämlich zum einen daran, dass wir die Routen besser planen können, gerade über die Karteneinstellungen. Und wir können auch noch ganz genau unseren Akkustand des Fahrzeugs betrachten, also wie weit wir kommen. Soweit, so gut, rein mit euch. Ich habe es immer wieder hier drin bequem gemacht. Den Blick heute aufs Fahrzeug, den sparen wir uns. Ist ein wunderschönes Teil, wissen wir alle. Aber heute konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Mini-App. Jetzt geht es darum, wie verbinde ich die App mit dem Auto? Ihr seht ja hier bei der Anfangsseite, beim ersten der drei Unterpunkte, die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug verbinden. Da gehen wir natürlich drauf. Fahrzeug hinzufügen. Einen Moment später poppt hier schon dieses Fenster auf. Dies zeigt mir nämlich an, Finn am Türrahmen der Fahrer- oder Beifahrertür finden. Das ist im Grunde die Fahrgestellnummer, die 17-stellige. Die findet ihr, wie gesagt, hier schon an der Fahrer- oder Beifahrertür. Mein Geheimtipp, wenn ihr es bequem wollt, schaut doch einfach in den Fahrzeugschein rein. Mein dritter Tipp, im Motorraum steht es auch. Die Finn, die geben wir natürlich hier ein und siehe da, wie aus magischer Hand poppt sie schon auf. Dann bestätigen wir das Ganze hier mit fertig und drücken anschließend auf Fortfahren. Jetzt sucht er das Fahrzeug, dies dauert meistens einen kleinen Moment und gibt uns hier schon die nächsten Anweisungen. Schritt 1 zum Beispiel, drücken Sie im iDrive-Controller auf Menü. Würde ich sagen, das machen wir mal. Und hier unser Menü, die bekannten 6 Kacheln. Schritt 2, gehen Sie zu Connected. Auch hier ganz einfach, wir gehen auf Mini Connected drauf und wählen, wie in Schritt 3 angegeben, die Mini-Nachrichten aus. Sind wir hier drauf gekommen? Kommt der Bestätigungscode zum Einsatz. Schritt 4, den sehen wir hier auch noch einmal. Meine Info, Sicherheitscode Mini Connected. Da gehen wir drauf. Dieses Fenster zeigt uns dann auch an, wann der Code eingetroffen ist. Das war heute um 15.43 Uhr, also gerade eben. Und dies ist der Code hier, die 266091 in diesem Beispiel. Diesen Code gebe ich dann bei der App hier in diesem hellen Fensterchen ein. Das mache ich einmal für euch, 266091 und bestätige. Die Anfrage wird bearbeitet. Das ist dann sozusagen das nächste Informationsfenster. Kann immer ein paar Minuten dauern, aber dennoch geht es meistens recht schnell. Nun muss ich mich noch einen Moment gedulden. Nach ein paar Sekunden habt ihr dann die Option, über dieses Fenster hier auf eure Garage zuzugreifen. Und siehe da, mein wunderschöner Mini Cooper SE wurde erkannt. Auch hier nochmal klein hinterlegt mit der Fahrgestellnummer. Hier kann ich dann draufgehen. Und dies führt uns dann über unser schönes Garagenfenster hier direkt zum Fahrzeug. Auch hier die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Das Fahrzeug ist derzeit entriegelt. Ist ja klar, wir sitzen hier drin. Der Ladezustand beträgt 44% und wir kommen ganze 60 Kilometer noch damit. Und selbstverständlich könnt ihr hier auch auf eure Remote Services zugreifen. Das heißt, ich kann mein Fahrzeug in jeder beliebigen Situation wiederfinden und auch orten. Über Aktivieren geht das Ganze. Und siehe da, es kommt uns alles ziemlich bekannt vor. Schließen, öffnen, die Ventilation innerhalb des Fahrzeugs oder auch die Standheizung starten oder deaktivieren. Mein Fahrzeugfinder. Wir befinden uns hier gerade am Schänzel 3, also gegenüber vom BMW Autohaus. Und er findet mir sogar die nächsten Ladestationen. Eigentlich alles, was ich brauche. Schaut doch einfach mal selber drüber. Zudem kann ich mir hier die Ladehistorie anschauen. Das heißt, er rechnet mir aus, wie viel ich in letzter Zeit geladen habe und was ich eventuell natürlich auch hier oben rüber verbraucht habe. Prima, oder? Und das ganz bequem von der Couch aus. Was will man mehr? Ich wäre soweit durch. Das Video war soweit, hoffe ich, natürlich verständlich. Es hat mir aber wieder Spaß gemacht. Und wie ihr sicherlich gemerkt habt, hier ist kein großer Unterschied zur MyBMW-App. Jetzt ganz zum Schluss, ich weiß, ihr wartet drauf. Wir schauen jetzt noch mal kurz drauf, ob es auch von außen funktioniert mit dem Öffnen und Schließen.
und dann beende ich das Ganze gleich. Das Koppeln der App war ja jetzt kein Meisterwerk und es ging ja alles recht schnell. Jetzt schauen wir mal, ob es auch funktioniert. Schließen, öffnen, Ventilation. Das Fahrzeug ist gerade geöffnet. Jetzt schließen wir es einmal. Hierbei natürlich auf das geschlossene Schloss drücken und das Verriegeln nochmal hier auf dem schwarzen Button bestätigen. Er sendet den Auftrag nun zum Fahrzeug. Dies dauert einige Sekunden. Habt ihr es gehört? Er ist zu. Jetzt natürlich noch die absolute Kontrolle, ob es auch öffnet. Das offene Schloss hier natürlich drücken und auch wieder den schwarzen Button zum Entriegeln bestätigen. Hierfür benötigt ihr aber einen vierstelligen Sicherheitscode, den ihr übrigens vor Installation der App noch definieren könnt. Den gebe ich kurz ein und auch hierbei sendet er dann den Auftrag zum Fahrzeug. Entriegelt, was will man mehr? Macht Spaß, oder? Wenn ihr euer Fahrzeug koppeln möchtet und das Ganze wirklich nochmal innovativer gestalten möchtet, ladet euch eine der beiden Apps runter. Je nachdem, ob ihr BMW-Freaks oder Mini-Freaks seid. Hat euch das Video gefallen? Lasst natürlich selbstverständlich ein Like da, abonniert den Channel und kommentiert auch gerne mit euren Fragen oder Anmerkungen. Das würde uns freuen, das verbessert uns. Bis dahin wünsche ich euch eine frohe Zeit und viel Spaß beim Daddeln.